Hallo liebe Nintendo-Freunde, Nintendo-Fans, Nintendo-Fanatiker, wir sind bei Ghosts and Goblins, dem absoluten Klassiker von Capcom. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wenn ihr euch gefragt habt, ist dieses Spiel unfair, hart und mitten in der Fresse, überhaupt nicht untertrieben. Ihr spielt Arthur und müsst die Prinzessin retten und natürlich müsst ihr nicht das Spiel einmal durchspielen, hey, das kann ja jeder. Witz. Sondern zweimal. Und das mit der richtigen Waffe, sonst habt ihr halt Pech. Das ist kein Scherz. Ihr werdet auch gleich noch einen alten Bekannten wiedersehen. Das zeige ich euch gleich, wenn ich da hoffentlich auch hinkomme. Zum System. Das ist jetzt hier die PAL-Fassung. Die finde ich ein bisschen hakelig. Deswegen gehe ich mal davon aus, die werden für die Kiste mit Sicherheit die NTSC-Fassung nehmen. Die läuft um einiges flüssiger. So. Aber ich werde gleich trotzdem einen guten alten Bekannten wiedersehen. Und damit meine ich nicht den zweiten Zombie von links, der ja schon bei Left 4 Dead eine tolle Rolle hatte. Sondern ihn jetzt hier. Ah, komm, wo bist du? Da. Der gute alte Firebrand. Das ist er, bevor er bei Gargoyles Quest sein eigenes Game hatte. Und dann auch bei den weiteren Games. Also die haben tatsächlich sogar noch Karriere gemacht, die Typen ja alle. Und es ist auch wirklich ein richtig ein guter Titel, nur er ist absolut hart. Die meisten, die meinen Kanal kennen, die werden wahrscheinlich nur die C64-Version kennen. Und die hat allerdings nicht alle Level. Die NES-Version ist tatsächlich Arcade Perfect. Die Amiga-Version von Ghosts and Goblins ist auch nicht zu verachten. Die kennen die Medien. Werde ich euch wahrscheinlich auch mal dranhängen. Ich habe ja von der C64-Version tatsächlich mal ein Let's Play gemacht. Die Amiga-Version habe ich ja tatsächlich auch gezeigt. Aber das Ding gibt es hier trotzdem auch für alle Systeme. Es gibt sogar eine Commodore C16-Version davon. Das würde mich mal interessieren. Weil da stand irgendwie nur, die wären noch limitierter als die 64er-Version. Ich weiß nicht, was da noch alles fehlt. Aber seht ihr, das ist das Ding inkomplett und das macht man halt zweimal. Und es ist hart. Hart. Das ist wirklich eins der Games, warum es diesen Ausdruck Nintendo Hard gibt. Na, mittlerweile ist es ja eher Nintendo Soft, aber das war wirklich mitten in der Fresse. Was auch immer ihr seid. Wahrscheinlich gibt es da auch vernünftige Erklärungen. Vielleicht ist ja sogar sowas wie ein Guide dabei. Bin ich ja mal gespannt. Das wäre ja mal putzig. Dieses eine Zusatzbuch zum NES Mini, das habe ich mir dann natürlich auch gegönnt. Das werde ich euch dann auch nochmal vorstellen. Da sind aber, glaube ich, dann nur die Nintendo-eigenen Produkte drin. Also da wird nicht Ghosts and Goblins dabei sein. Aber vielleicht steht ja, gibt es ja tatsächlich bei dem Mini auch mal irgend sowas wie ein Handbuch. Na, vielleicht kann man ein bisschen mal was zur Story erfahren oder sonstiges. Weil sonst sehen die Typen ja ein bisschen aus wie, naja, ne, gib AIDS keine Chance. Schaut jetzt wahrscheinlich sowieso einer wieder Penis. Und damit hat er alles richtig gemacht. So, ich will jetzt aber trotzdem mal hier zum... weg! Lass mich in Frieden! Alter! Ich will zum Riesen. Ach, darf ich das ja gar nicht spoilen wahrscheinlich. Da kommt gleich ein Riese. In den komischen Säcken kann was drin sein. Habt ihr gesehen, die einen so ein Viech, der gehabt hat. So, jetzt kommt der Kampf. Ach. Ja, das war schon Game Over. Das ist kein Scherz. Mal einmal Continue. Ich werde wahrscheinlich sowieso nicht wahnsinnig weit kommen. Macht dir da mal keine Hoffnung. Aber trotzdem ist das ein, ich sag's mal ganz ehrlich, richtig, richtig, richtig geiles Game. Nur es ist halt total auf der Fresse. Ach, ich kann da weitermachen. Ah. Das ist ja mal vorzüglich. Na, es war so klar. Ich könnte jetzt mal wieder Klamotten gebrauchen.
Kann doch nicht so schwierig sein. Gib dem Arthur mal ein bisschen hier Klamotten. Heck. Wow, das war so klar. Den einen triffst du, den anderen triffst du nicht. Das ist so klar. Oh, komm, weiter, weiter, weiter. Uah. So, quick, quick. Ah, da verpasst du dieses... Boah, gut, jetzt habe ich die Fackel. Na, ob die mir gleich was im Kampf bringt, das ist eine andere Frage. Weil bei dieser Scheißwaffe muss man ja tierisch nah dran. So. Nein! Das war so klar. Das war so klar. Toll. Einfach, hm? Weiter geht's. Achso, wenn ihr natürlich hier so runterfallt, ist natürlich Instant Death, ne? Das ist klar, ne? Wenn die Zeit abläuft, ist auch Death, ne? Ist klar. Ist ja logisch, das wäre ja sonst so einfach. Ist ja ein Wunder, dass der mich gerade nicht getroffen hat. Uah! Boah, das war ein Dusel. Uah, und das war natürlich der wieder getroffen. Meine Güte. Wir kommen aber auch tierisch weit hier. Oder auch eher gar nicht. Komm, mach alles. Komm, gib. Tu so. Der war auch wieder geil. So, haben wir. Haben wir auch. Und bin er tot. Super. Great fun. Indeed. Das geht schon wieder nicht gut. Das ist so geil, ey. Ja, das war so klar. Da ist übrigens auch gleich die Continues sind, glaube ich, auch gleich weg. Aber man soll ja auf dem NES Mini auch speichern können. Vielleicht kann man dann auch mal hier sinnvoll weiterkommen. So. So, bis hierhin. Okay. Dich hätte ich gerne noch getroffen. Gut, habe ich jetzt nachgeholt. So. Jetzt ein bisschen Glück haben. Ah, es war so klar. Du kannst nur einen davon treffen. Oh. Ich sag dazu nichts. Und wir haben nochmal ein Continue. Och, komm. Kost die Welt. So, ob man irgendwie hier weiterkommt. So. Zack, zack, zack. Alter, ist das ein Scheiß. Natürlich treffe ich nicht. Natürlich. Ich werfe da 17 Mal drüber. Macht total viel Laune. Ja, zack. Alter, warum kann ich den denn nicht killen?
ist bestimmt unkillbar. Jetzt neu bei Ghosts and Goblins, Dämonen unkaputtbar. Bestellen Sie jetzt. Ich mache das jetzt noch ein einziges Mal und dann kann das Spiel mich mal irgendwo am allerwertesten. Vielleicht übrigens noch eins für die Leute, die sich vielleicht wundern. Also grundsätzlich, wenn jetzt die... Und das ist ja... wenn ich das hier... Ach, das geht nie im Leben gut. So, nochmal. Anfang des Satzes. Falls sich Leute wundern, ich habe absichtlich zur Gamescom immer 2 Folgen gemacht. Jetzt wird es aber wahrscheinlich normalerweise 1 Folge am Tag geben. Bin schon wieder tot, ne? Ne, komm. Komm. So nicht. So nicht. So nicht, Freunde. So nicht. Das machen wir jetzt nochmal. Einen habe ich noch. Also. Das kann man auch auswendig lernen. Ist doch nicht so schwer. Doch. Also deswegen nur, dass ihr euch nicht wundert. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal wieder 2 Sachen an einem Tag. Aber ich weiß das ja. Ihr könnt ja nicht so viel gucken. Und der ein oder andere Zuschauer bei mir hat irgendwie noch nicht verstanden, wie zum Beispiel Netflix oder Co. so gelaufen. Ihr könnt das selber machen. Ihr müsst nicht auf die Zeiten setzen, wo es hier... Aber gut, ist egal. Ihr seid wahrscheinlich zu alt für das System heute. So, komm. Yes. So, ich hätte gerne mal ein paar Klamotten. Yes! Wie nicht? Das waren sie doch gerade. Ach, da hätte ich mich nur ducken müssen. Meine Güte. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nicht so schwer. Na gut, ich lüge. Natürlich ist das schwer, aber... Meine Güte. So, nochmal. Nochmal! Okay. Warum werfe ich jetzt in der Sekunde nicht, weil ich ein totaler Vollaugust bin. So, jetzt kommen wieder die fliegenden Tüten. Das war gut. Genau, geh du mal schön hin. Das war Glück. So, kann ich euch ein bisschen ziehen? Geht das? Haut ab. Boss, danke. Yes! Geht auch. Und das war sogar souverän. Und wenn ihr wissen wollt, ja, das war erst Level 1. Ah. Jetzt wird's richtig beschissen. Nee, also der Palast, der ist dann richtig die Hölle. Der ist dann wirklich, also Hölle, Hölle, Hölle. So. Jetzt kommen gleich diese tollen Sprünge. Na komm. Uah. Nick. Einen habe ich noch. Und den werde ich auch noch machen. So, komm. Gib alles, zeig, was du kannst. So. Ist übrigens ganz lustig, dass auch, nur nochmal für die Leute, ich musste das bei Wikipedia ja mal genießen. Da steht ja dann irgendwie, weil der C64 nicht so viele Ressourcen hatte, musste das irgendwie kürzen. Ja, es gibt ja mittlerweile eine 100% Version, wo alles drin ist. Das, was ich hier tue, ist bestimmt doof. Okay, das war gut. Gut gesprungen, so. Kommen jetzt die Häuser, ne? Aber gut, ich kann die Bullets ziehen. Das ist geil. Das ist cool. Nein! Ich hasse es. Egal. Habt ihr auch mal einen Eindruck erhalten von Ghosts and Goblins auf dem NES? Es ist höllisch schwer, aber macht trotzdem unglaublich Laune.
Man muss es halt auswendig lernen, das ist nun mal so. Ich bin euer Mr. Venom 1974, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.